Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und wir spielen Polizei 2013. Eine Tagesschicht, ja, steht vor uns, uniformiert. Und wir sind Polizeimeister ersten Grades. Und das ist unser heutiger Tagesbefehl. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass eine Hehlerbande in ihrem Einsatzgebiet gestohlene Waren verkauft. Identifizieren Sie Hehler im Einsatzgebiet, nehmen Sie sie fest und lassen Sie sie abtransportieren. Also, Hehler, das sind ja quasi Leute, die Diebesgut verkaufen. Und das wollen wir natürlich als Polizisten hier mal sowas von unterbinden. Ihr habt euch ja schon mal ausgesprochen, dass ich nicht immer den popeligen BMW nehmen soll. Den VW, den haben wir ja auch schon des Öfteren mal genommen. Dann nehmen wir einfach mal ganz unauffällig den Polizeibus und fahren wir mal mit dem ein bisschen durch die Gegend. Und zwar würde ich sagen, fahren wir direkt hier mal rechts rum. Und zwar soll da der Ort der ersten Hehlerbande sein. So, jetzt habe ich nicht ganz genau Unser Ziel aufgepasst. muss sich ganz in der Nähe befinden. Also, so muss hier irgendwo sein. Hehlerwaren. Da bin ich mal gespannt, wie sie das markieren. Na ja, an der Tankstelle. Das könnte gut sein. Hier vielleicht hinter dem Schild. Sehr auffällig. Ah, das wird aber nicht sein. Was ist denn das hier? So Kartons? Das kann ja auch nicht mit rechten Dingen zugehen hier. Hier vielleicht. Nee, das ist der hier auch nicht. Na gut, habt ihr ja nochmal Glück gehabt, Leute. Dann machen wir uns gleich mal weiter auf den Weg zur nächsten Ecke, um zu gucken, wo die sein können. Wahrscheinlich. Falschgeld aufgetaucht. In einer Bankfiliale wurde Falschgeld aufgefunden. Na gut. Untersuchen Sie das Falschgeld vor Ort, finden Sie die Person, die das Falschgeld in Umlauf gebracht hat, und nehmen Sie sie fest. Komm, wir So. machen uns auf den Weg. Der Falschparker hat gerade noch mal Glück gehabt. Also, wir müssen mal eben kurz zum Falschgeld. Das nehmen wir mal eben kurz mit. Denn das Tagesziel, das haben wir ja für den ganzen Tag. Das heißt, insgesamt eine halbe Stunde lang. Und deswegen haben wir die Zeit, dass wir hier eben mal kurz uns um das Falschgeld kümmern. So, da fahren wir flott mal hin. Und da sind wir auch schon. Na, wo geht's rein? Hier vorne links gleich. Ah, ist doch von der Seite hier, oder? Jawohl. Bank of Unity. Na, dann zeig mal. Ein Nach dem Fingerabdruck. Falschgeld konnten Sie insgesamt drei verschiedene Fingerabdrücke sicherstellen. Bringen Sie die Beweismittel so schnell wie möglich ins forensische Labor. So schnell wie Unser Ziel muss sich ganz möglich. in der Nähe befinden. Ja, das mit der Hehlerware, das machen wir gleich. Wir fahren mal eben ganz kurz zur Station und geben das Geld dann in das Labor und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Das ist ja einfach hier vorne nur einmal kurz um den Block fahren und dann kümmern wir uns gleich weiter um die Hehler. Ja, ist ja eine tolle Sicht, aber hat alles geklappt. So, dann können wir hier vorne eigentlich auf dem Bürgersteig parken. Als Polizisten dürfen wir sowas natürlich. Und dann geht's mal flix ins Büro. Und wir werden mal wieder versuchen, hier natürlich alle Quests erfolgreich zu erledigen. Anna Jong, Jonathan Stein, Tim Fragen Ring. Sie die drei Verdächtigen, um den Täter zu finden. Nehmen Sie ihn fest. Na super. Alles klar. Also, die Quest hier, die geht leider vor. Da müssen wir uns später um die Hehler kümmern. Vielleicht sehen wir ja unterwegs auch irgendwie was. Wir haben ja drei Hehlerbanden insgesamt, die wir
hochnehmen müssen. So Leute, lasst mich hier mal kurz durch. So, hier links haben wir schon die erste Person. Das ist sie hier. Das dürfte Anna Jong sein. So, das keine Ahnung hatte, dass sie Falschgelb weitergegeben hatte. Alles klar. Also, sie ist unschuldig. Können wir eigentlich hier mal gerade gucken. Also, in die Richtung geht's auf jeden Fall. So, dann fahren wir direkt mal zur nächsten. Beziehungsweise zum nächsten Verdächtigen. Die Dame, die haben wir ja. So, da wartet er ganz unauffällig an der Bushaltestelle. So, Kollege, dann schieß mal los. Jonathan Stein. Natürlich, war ja klar. War ja klar. Also, dann könnten wir eigentlich hier mal kurz gucken, wegen Hehlerbande und so. So, da vorne links. Hier vorne rechts natürlich. Und jetzt die nächste links. Der müsste dann hier irgendwo sein. So, die Frage ist nur, wie sieht der aus? Ach, das wird doch er hier sein. Natürlich mit einer Kiste daneben. So. Mit einem Messer. Na, da gibt's doch gleich mal aufs Gesicht hier. Gut. Und den lassen wir abtransportieren. So, können wir hier irgendwas mitmachen? Nee, ne? Na gut. Also, der wollte auf die Fresse haben, hat er gekriegt. Dann ist ja, sind ja beide Seiten zufrieden. Und dann kann es weitergehen. So, kommen wir hier durch? Jawohl. Sieh zu, Junge. Danke. So, die andere Hehlerware, die haben wir... Ups, haben wir hier vorne auch. Ist nur die Frage, wo? Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet, wo der ist? Die ist, glaube ich, schon ein bisschen betrunken, aber wir müssen ja nicht jeden hier abführen. Außerdem haben wir ja gar nicht die Zeit, um uns um solch kleine Fische zu kümmern. Na gut, wir fahren hier einfach mal zu dem Falschgeld. Und danach kümmern wir uns dann um die anderen beiden Hehler. Ah, da hätten wir links gemusst, so ein Mist. Kommen wir dann noch irgendwie rüber? Nee, ne? Ah, müssen wir hier die ganze Straße runterfahren. Das kostet natürlich jetzt Zeit. Ach was, und hier vorne. Erwischt. Alter, und du, Kollege? Komm, festnehmen hier. Okay, dann halt ihn hier. Und er muss hier schön Steuern nachbezahlen, ne? Den Scheiß, den er gekauft hat. Weicht ihren Blicken aus. Schaut sich besorgt um. Komm, dem verpassen wir mal eine Ladung, oder? Na, super. Also eigentlich müssten wir den auch festnehmen. Unverdächtig. Na gut, dann verpiss dich. So, also, den haben wir hier auch. Und den lassen wir auch gleich mal abtransportieren.
So, und wir machen uns weiter auf den Weg zum Falschgeld. Die Kollegen, die können das hier machen. Da ist er auch schon. Wow, aufpassen. Bloß keine... Alter. Alter, nur Blaulicht heißt jetzt nicht, dass ihr mich alle anfahren sollt, ihr Idioten. Mann, Mann, Mann. So. Alter, was ist denn hier wieder los? Kollege. Du kannst dein Auto aber nicht so abstellen. So, den lassen wir abschleppen. Abschleppfahrzeug wird benötigt. Und dann geht's weiter. Da rechts soll er sein. Na super. Oh Mann, ey, das ist ja hier nicht gerade das beste Gelände für unseren Bus. So, das ist er. Dann sprechen wir ihn mal an, ob er weiß, womit er bezahlt hat. Sofort aufhören! Au. Au. So, also. Kein Problem. Fall abgeschlossen. Transporter, bitte kommen. Und dann können wir uns einfach mal um den letzten Hehler kümmern. Da waren wir ja noch gar nicht. Und dann sieht das ja bisher ganz vernünftig aus. 5000, na, nicht schlecht. Das lässt sich doch mal sehen. So, was ist da unten noch? Okay, wird schon klappen. Also ich bin der Meinung, hier rechts... Oh, Leute. Bin der Meinung, den hier rechts, den brauchen wir noch, den Hehler. Vielleicht haben wir sogar 4 Hehler. Aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der Fall da unten, der ist einfach falsch. So, und da rechts irgendwo, ja? Ich glaube, jetzt sind wir einen zu weit, wa? Drehen wir hier nochmal kurz. Und jetzt die Augen nach einem Karton aufhalten. Ja, lauf auf die Straße, wenn da jemand mit Blaulicht entgegenkommt. Augen auf. Das Ziel muss hier irgendwo sein. Ja, ich schau ja schon. So, hier haben wir nix. Hier links vielleicht. Aber da sehe ich nichts. Ich würde sagen, da gehen wir mal eben kurz. Ah. So eben nicht. So, sieht schon besser aus. Laufen wir hier vorne mal kurz rein. Jawohl, da steht er doch. Wunderbar, wunderbar. Na, geh mal lieber weg, Kollege. Amokschütze, ach du Scheiße. Ach, das war die Niete. Geil. Opfer gemeldet. Nehmen Sie ihn fest, bevor er fliehen kann. Und rufen Sie vor Ort einen Krankenwagen für die Opfer. Komm, wir machen uns auf den Weg. Eieieiei. Na super. Also, hier brauchen wir erstmal einen Krankenwagen. Krankentransport wird benötigt. So, und da hinten ist der Typ. Ach, scheiße. Hinterher. Ich glaube, wenn wir jetzt ins Auto einsteigen, dann verlieren wir den. Deswegen laufen wir mal hinterher. Ich glaube, das ist das Sicherste. Damit wir so ein bisschen hinter dem bleiben. Da ist er schon. So, schnell hinterher hier. Wieder mal einer mit grünem Pullover. Oder mit grünem Oberteil. Ein T-Shirt ist das jetzt viel mehr. Sag ja hier, die mit diesen auffälligen Farben, das sind hier die ganzen Kriminellen. Na.
Na, ja, guck, wir können hier meterweit sprühen. So, das war's. Und da haben wir ihn. Das ging ja einfach. Das habe ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. So. So, der nimmt den mit. Dann können wir hier mal unseren Dienstwagen rufen. Einsatzfahrzeug, bitte kommen. Da kommt er auch schon. Sehr schön. Geschafft. Ja, Leute. Und in der nächsten Folge holen wir uns doch hoffentlich den letzten Hehler, der hier unten rechts sein wird. Und dann beenden wir die Schicht. Also, bis dann.